Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und in der letzten Folge haben wir ja dem Lü ein kleines Geschenk gemacht. Muss ich da noch einen Screenshot von machen. Nämlich ein Immunsystem in der Grundausstattung habe ich ihm mal hingepflanzt. So, dass er ja fleißig dort einen Grund ausstatten kann. Ich hoffe mal, er freut sich darüber. Ich hoffe mal, er hat auch immer genug Energie. Weil wenn er es nicht hat, ja, hat er Pech. Dann geht's mich auch nichts an. Ansonsten, hier läuft alles. Ja, hier läuft alles. Wir hatten in der letzten Folge ja auch angefangen, hier die Wand langsam zu, entlang zu ziehen. Das werden wir jetzt auch gleich weitermachen. Wir haben noch ein paar von den Laboratory Blocks. Hau ich mal hier hin. So. Das war schon eine zu viel. Wupp. Muss ich dann eh noch ein paar machen, die werden nicht reichen. Und dann, war es das? Enmeld Wall, ne? Die waren's. So. Bim. Machen wir erstmal die Wand. Die Decke können wir dann hinterher hinklatschen. Da weiß ich noch gar nicht, was ich da nehmen will. Aber da fällt uns auch noch was ein. Mit Sicherheit. So. Jetzt erstmal Wand. Und zwar Laboratory Blocks. So. So geht das. Jo. 24. Mir fehlt der Stein. Mist. Stein. Haben wir hier haufenweise Pflasterstein. Nehmen wir den mal mit. Doppelt. So. Und hauen den mal Ofen rein. Oben in den Ofen rein. Wo allerdings immer noch das Zeug läuft. Boah, da braucht aber lange her. Dürfte aber bald durch sein, ne? Ja. Na gut, dann machen wir das jetzt rein. Den Jellyfish, den scheint es nicht zu verarbeiten. Ist egal, dann hau ich den einfach so raus. Den Himmelstein nehme ich mit runter. Dafür kann ich dann mein Immunsystem ein bisschen erweitern. Das schadet nicht. Hopp. So. Und mit den Laboratory Blocks kommen wir ja auch erstmal ein bisschen hin. Den 24 Stück. Den Rest machen wir dann, sobald da oben was weggeschmolzen ist. Small Inline, da, Enmal. Ne, das war das Richtige, ne? Wall Panel, ne, das ist die Originale. Enmaled Wall, die hier will ich erstmal haben. Oh, ich habe hier hinten nicht weitergemacht. Ja, ganz toll. Das war ja schlau. Dann machen wir jetzt weiter. Natürlich habe ich hier hinten nicht weitergemacht. Habe ja gerade erst angefangen. So, okay. Die nächste Runde ist halt das Lüftungsgitter. Das heißt, Schüssel, Schub, Lüftungsgitter, da. Wie gesagt, es gibt ja noch ein paar andere solche Deko-Blöcke, muss ich mal gucken. Die Laboratory Blocks, ob ich die eventuell irgendwo hinsetze. Vielleicht die Decke damit verschönere oder eben nicht. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht die Lüfte, die Dingens wieder hier rein. Habe ich doch hier hinten, habe ich das schon mal gemacht. Ja, genau. Hier sieht es ja auch nicht schlecht aus. Ich würde sagen, als Lüftung dort reingeballert, das müsste ja auch gehen. Das war ein Factory, ne? Factory Block. Ja, siehst du? Factory Block aus Chisel. Okay. Die gehen so. Stein 32. Okay, dankeschön. Warum habe ich jetzt so viele Steine im Inventar gehabt? Ne, das waren nicht die richtigen. Die Factory Blocks sind ja wieder andere. Ups, das. Ja, gut. Jetzt habe ich die auch noch. Wie hießen die anderen? Laboratory, Factory. Machen wir mal Block. Mal gucken, was ich da im Inventar habe. Himmelsteinblock, ja. Technical Blocks, genau. Factory und Technical Blocks. Wir können ja mal Chisel. Was haben wir denn an Factory Blocks? Circuit Block, Factory Block, Chisel. Aha. Wireframe. Shade of Purple. Wir können ja mal einfach, warte mal, wir machen das mal so. Das ist der Technical Block. Wo sind die Factors wieder hin? Achso, die sind ja drin. So, wir können mal rausnehmen. Machen wir das mal so hier. Dann gucken wir uns einfach mal an. So hier. Bumm. Okay. Mhm. Das ist was hier ein Boden. Das könnte man in die Decke klatschen. Das nicht. Nö. Vielleicht wäre das noch eine Deckenvariante. Werden wir einfach mal ausprobieren. Das sieht cool aus. Warm Metal Cologne. Wie sieht denn das aus, wenn man da mehrere nebeneinander setzt? Aha. Wupp. War der hier direkt? Nee, war der nicht. Aha. Achso, ich habe die Technical Blocks genommen, natürlich. Das klappt natürlich nicht. Der hier war's. So.
Den einmal wieder weg. So, verbindet sich auch. Aber macht halt auf jeden Fall, je nachdem wie man die setzt, also die verbinden sich nicht zu größeren, das heißt die machen ja solche rein. Also würde sich das hier so aufbauen, wäre auch cool. Wäre auch cool, merken wir uns mal vor. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber dann nur als ja, Reihenreihe oder sowas in der Art. Sowas. So, ansonsten haben wir für die Decke, gucken wir mal, Factory Blocks, Decke, hatte ich glaube ich die hier oder die hier, die Lüftungsgitter, ne? Die Wireframes. Die Wireframes oder eben die Warm Metal Reference, machen wir so. Ab. Und ein paar Wireframes. Einfach mal zum Testen, wie das hier aussehen würde. Ja. Könnte man lassen. Alternativ. Nimm, nimm, nimm. Oh, sieht aber auch cool aus, die Dinger. So. Die hier gefallen mir, denke ich, besser. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Dinge jetzt mache oder vielleicht nur hier vorne und hier hinten mir was anderes einfallen lasse. Bin mir noch nicht sicher. Aber wir werden das schon hinkriegen. Ich denke, die hier werde ich auf jeden Fall hier für die Decke verarbeiten. Zumindest teilweise. Warum mache ich den dann wieder weg? Ich bin doch ein Blödmann. So. Hopp. Bim, bim, bim. Wenn, dann müssen die hier weg. Zip, 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 zip. Zippidi, zip, 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 zip. Ha, ja, ja, ja. Ich baue. Ich baue. Ich bin der Schlaue, der baue kann. Nee, ja. Das war wieder Selbstbeweihräucherung. So, ist natürlich da unten das eine Teil drin, aber das ist ja erstmal Wurst. So, das ist jetzt Schwachsinn hier. So, einmal so. Einmal so. Ich kann, glaube ich, da gleich noch ein bisschen Koppel mitnehmen. Ohrenkoppel. Koppelstone. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die müssen nur alle durchgeschmolzen werden. Weißt du, wie wir das machen am dümmsten? Wir haben doch hier einen schönen schnellen Ofen. Ich denke, der kriegt das auch hin. So, komm, spring an, spring an. Lauf los. Vielleicht habe ich sogar noch welche. Muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich das sogar schon mal so gemacht. Stein 2. Jo, das hilft. Bruchstein habe ich stattdessen hier ein bisschen was drin. Der hat da nichts zu suchen. Bemooster Bruchstein, okay. Tungsten, Steinkohle. Okay. So, auf jeden Fall geht ein bisschen schneller, denke ich mal, als wenn ich es hinten im anderen mache. So, okay. Das noch raus, das noch raus, das noch raus. Factory Block, Technical Block, wo sind das andere? Ja, ist egal. So, wir haben das erstmal soweit. Ja, das wird die Decke. Zumindest hier hinten im hinteren Bereich. So, hopp. Hopp. Da hier was. Eventuell werden wir da ab und zu mal noch eine Nuance als Variation reinhauen. Ich will aber erstmal quasi die Grunddecke da haben. Alles andere machen wir dann sozusagen, wenn wir soweit sind. So, sehr schön. Danke. Dim, 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 dim. Ja, kann man nehmen. Ist okay, denke ich. Ist okay. So, als nächstes. Gucken wir mal, ob oben schon ein bisschen was durchgeschmolzen ist. Und gehen erstmal pennen. Damit, wie gesagt, je mehr wir pennen gehen, desto mehr schafft die Turtle, die Query. Und desto mehr, ja, wird allgemein. Passt schon. So. Wie sehe ich eigentlich auf der Cam? Hätte ich mal kontrollieren sollen. Ja, geht schon so halbwegs. Ich verstecke mich gerade ein bisschen, aber ich muss die richtige Position noch finden. Ich habe einen neuen Stuhl, wie man vielleicht im Hintergrund sieht. Der sieht ein bisschen anders aus. Ist auch ein bisschen höher und habe hier ein bisschen umgeplant. Und naja, das wird schon wieder. Onkel Black kriegt das schon wieder hin. Flup. Ich müsste halt nochmal von der Kamera rauszoomen. Das Problem ist, dann sieht man hier, der Schrank hört, warte mal, hier auf der Seite, da hört, hinten hört der Schrank auf, wenn ihr das jetzt auf der Cam seht, wie ich da winke, hallo. Da hinten hört der Schrank auf und da fängt, sagen wir mal, die Unordnung an und die will ich nicht unbedingt jedem zeigen. Deswegen, wie gesagt, nicht wundern, wenn da hier halt Stein ganz viel im Inventar ist, ne? Deswegen nicht wundern, wenn viel Stein im Inventar ist. Ja, so ein Schwachsinn. So, ich mach mal so, 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 so. Nehmen wir gleich mal hier 1, 2, 3, 4.
von den Dingern raus. Und denn jetzt brauche ich noch Laboratory-Blocks. Lop, lop, lop. 24. Ja, ich sag mal so, die anderen sind ein bisschen ergiebiger. Aber da brauchen wir jetzt auch einige mehr, denke ich mal, für die Decke. Insofern gar nicht mal so schlecht. Das dahin. So. Zinnbar-Dust. Da muss eigentlich auch wieder hinten rein. Ah, das kriegen wir auch hin. So, was haben wir hier? Steinziegel natürlich. So. Wo sind sie denn, die Lab... Da. Die Laboratory-Blocks. Die da. Okay. Weiter geht's. Dumm. So weit, so gut. Was soll das denn hier? Bist du doof? Macht er das immer am Ende? Ne, kann auch sein. Weißt du was, dann machen wir das so, dass ich hier hinten und hier so. So, dann zieht er sich hinten durch. Sehr schön. Ja. Hat er das hier auch gemacht? Ja, dann muss ich hier auch nochmal. So. Ich glaube, hinten in der Ecke haben wir dasselbe Problem. Ich habe mir schon da schon mal irgendwo gerätselt, woran das liegen mag. Der macht das trotzdem. Der ist doof. Achso, da habe ich hier solche Ecken reingesetzt. Aber dann hat er das hier die... Ich, wie gesagt, hier macht er eine richtige Ecke. Hier hört er einfach auf. Verstehe, wer will. Ist egal. Lasse ich jetzt erstmal so. Wird bei Gelegenheit abgeändert. Jetzt nicht. Jetzt wird erstmal die oberste Leiste. Hier brauche ich dann nichts mehr machen. Hier muss ich dann wieder welche reinziehen. Das wären wieder normale. Flip. Ein Mullet Wall, genau. So, das heißt, hier fängt es an, ne? Jawohl. Bomben. Und da muss ich mir neue holen. Stein. Sub, sub. Okay. Die nehmen wir jetzt. Yep. So. Sollte erstmal reichen. Mal schauen, wie weit wir kommen. In Mullet Wall. Okay. Factory Laboratory Block. Okay. Ah ja, der richtige. Ja. Bim, 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 bim. Leute, das fetzt. Wir sind ja fast so weit. Macht's überall. Ich freue mich, dass wir endlich sowas ähnliches wie eine vernünftige Decke haben. Ich hoffe, ihr auch. So, erstmal wieder Fackeln ransetzen. Und die Schuhe ausziehen, weil, ja, wegen, ja, Geruch. Man riecht das halt schon, ne? Wenn man die ganze Zeit Schuhe anhat, muss man sich schon mal ausziehen. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. So, okay. Die Wand ist durch, wie man sieht. Geilo. Dann machen wir uns noch ein paar Technical Blocks, die ich habe ich schon habe hier. Ne, Factory Blocks, das waren die richtigen. So. Hopp, hopp, hopp. Wie gesagt, ein Sprengselchen hier in das Lüftungsgitter werden wir auf jeden Fall machen. Wie und wo und was ich da mache, weiß ich noch nicht. Damit das nicht ganz so eintönig oben an der Decke aussieht. Was war das denn? Warum ist jetzt hier dunkel geworden? Wird schon seine Gründe haben. Aber das wird der Weg unten oben sein und dann kam dann halt doch noch ein bisschen Tageslicht durch. Kann sein. Oder es ist gerade Nacht geworden. Das ist auch möglich. Nichts ist unmöglich. Toyota. So. Bäm. Okay. Ich würde mal sagen, das Pferd sieht einen Wagen. Wo ist das Bett? Hier. Nee, ist keine Nacht. Ich dachte, es wäre Nacht. Doch ich irrte. Ich irrte. Wie die Myrte. Wisst schon, die von Harry Potter, ne? Die heulende Myrte. War das die heulende? Ja, die heulende Myrte. Genau. Bom, 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 bom. Nein! Du doch nicht. Und du auch nicht. Ja, okay. Also, Chisel. Flip. 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 Okay. Kommen wir erstmal ein bisschen hin mit. Wie gesagt, sollte es euch vielleicht noch nicht ganz so gefallen. Naja, gut, okay. Ändert sich vielleicht nochmal. Und wie gesagt, es wird ja auch noch ein bisschen was reingesetzt. Also, eine Deckenbeleuchtung oder sowas.
Ja, auf jeden Fall. Aber da will ich dann halt erstmal die Wände sozusagen fertig haben. Und ja, danach können wir uns um die Deckenbeleuchtung kümmern, weil dann kann ich ja auch sagen, wie die Raumaufteilung und so weiter und so fort ist und wo welche Beleuchtung reingesetzt wird. Das muss ja nicht sein, dass wir das jetzt machen. Das bringt ja jetzt wirklich nichts. Das hier ist bescheuert, dann muss ich mal hier ändern. Hier auch. Damit der Rand schön abschließt. Bim, bim. Na, ist egal. Ob da ein Loch hinter ist oder nicht, ist Wurst. So, so. Okay. Wie gesagt, damit der Rand schön abschließt, habe ich den Fehler auch irgendwo anders drin. Ah, nee, sieht gut aus. Okay. Kann man so lassen. Hinten, wie gesagt, der ist eine ME-Ding, aber das ist ja Wurst. Zur Not kann ich da noch eins runtergehen oder sowas. Kriegt man auch hin. Jetzt erstmal brauche ich die Laboratory. Hier die Technical Blocks, genau. Technical Blocks. So, und dann gucken wir mal. Malfunction. Wir machen mal eins. Ne, nicht alle. So, einmal so. Ja, und hauen die hier rein. Bim, 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 bim. Bim. Damit man sieht, dass nicht immer alles funktioniert. Hier mal so einer. Bim. Bim, bim, bim. Bim. Kann man das so lassen oder sollte man vielleicht allgemein die Malfunction, die sehen ja auch nicht schlecht aus. Könnte man sagen, jo, das lüftet auch so. Die kleinen Spritzeleien, das sind mir Wurst. Weißt du was, das machen wir dann auch so. Das heißt, ich brauche mal den Carpet, das Hammer, damit ich nicht mal alles abbauen muss. Hammer des Zimmermanns. Hammer, 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 Hammer des Zimmermanns. Sehr schön. Okay, das Teil nehme ich schon mit. Und dann machen wir das anders hier. Das wieder hin. Bob. Und hier. Ne, so will ich nicht. Aber weißt du was? Bevor ich hier ewig suche, machen wir das so. So ging das auch nicht. Verdammt, wie machen wir. So hier. Ah ja. Shift klicken und dann gehen die Dinger wieder raus. So, so, so. Sieht zwar dann zwar quasi die Elektrizität, die da drin mit rumspritzelt, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir dann quasi, sagen wir mal, eine Art schräge Beleuchtung drin, Belüftung drin. Ich finde das cool. Und die müssen ja nicht so schnell drehen. Das ist einfach nur, damit hier ein bisschen Luft reinkommt hier unter die Erde. Wir haben ja schließlich auch hier viele Maschinen stehen. Die brauchen schon ein bisschen was an Luft. Okay. Seht ihr? Sieht doch viel besser aus. Stimmt. Irgendwie. So. Als nächstes werden wir hier wieder diese Factor. Ja, genau. Doch. Oder mache ich hier als Zwischenetage irgendwas anderes hin? Mal gucken, was haben wir denn noch zur Auswahl bei den Factories? Wupp. Wall Ventilation Openings. Machen wir den mal. Eine Wand mit Ventilationsöffnung. Okay. Das war ja die, die wir eventuell variieren sollten. Dann haben wir hier ein bisschen Abwechslung. Schadet auch nicht. Nein, du Mistvieh! Einmal runter. Runter, runter. Und ja, ich denke mal, den Rest, den können wir auch in der nächsten Folge machen. Es sieht ja schon mal nicht schlecht aus, hoffe ich. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, mit der richtigen Beleuchtung, die wird dann wahrscheinlich hier oben noch eingesetzt und unten oder wie auch immer. Mit der richtigen Beleuchtung sieht es noch besser aus. Ich hoffe mal, ja, es gefällt euch. Wenn nicht, ja, sagt's halt, schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.